Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldarim zu einem neuen Part Minecraft Arnor mit dem Zwergenfürst. Ja, eine neue Runde Minecraft Let's Play. Und so sieht's aus. Ich werde heute mal, so ist der Plan, hier mal ein paar Fenster reinbringen und da, ja, mal so ein bisschen Raumverschönerungen machen. Wenn wir ein bisschen Stein noch gebrannt kriegen, das wäre schön. Könnten wir vielleicht auch noch hier oben machen. Haben wir jetzt einen Ofen hier hoch geschafft. Eine Werkbank. Das ist ganz praktisch. Packe ich hier die Kohle doch wieder rein. Und hier noch ein bisschen Bruchstein. Kann das noch ein bisschen brennen. Vielleicht müssen wir hier noch das eine oder andere bauen. Vielleicht wollen wir das eine oder andere noch bauen hier innen drin. Dann will ich hier noch ein kleines oder ein großes Fenster reinsetzen. Und dann können wir heute wieder ein bisschen labern, während ich hier ein bisschen Licht ins Dunkle schaffe. Und ein bisschen, ja, Raumverschönerungsmaßnahmen angehe. Okay, jetzt haben wir hier in der Mitte, müssen wir drei breit machen, sonst wird das nichts. Oh, die Wolke ist im Weg, ich sehe nichts. Ich sehe nichts, wo ich hinschlage. Vielleicht nicht zu breit machen das Fenster, aber ja, so ein bisschen Licht kann hier auch mal reinkommen. Die Wolke sieht jetzt natürlich ziemlich hässlich aus hier drin, aber ja. Dann warten wir mal, bis die Wolke durchgezogen ist. Das ist natürlich ein richtiger Nachteil hier von... Ja, da ist sie weg. Ein kleiner Nachteil von solchen... Ja. Solchen Türmen, die bis über die Wolken gehen. Dass Minecraft-Wolken sich das nicht... Ja, da keinen Halt vormachen. Oh, ich sehe gerade, es wird nachts draußen. Ja, aber hier innerhalb des Turms wird es vielleicht kein Problem sein. Ja, ist auch auf dem Turm kein Problem. Vielleicht bauen wir noch ein bisschen weiter. So, hier mal das Fenster dicht gemacht, damit hier auch nichts reinkriecht. Ja, oh, da sieht man den Mond. Ja, wunderschön. Ja, so muss das sein. So, auf die Richtung, da können wir auch ein bisschen was machen. Können wir mal gucken. Sollen wir da ein bisschen mehr Fenster machen, damit man da auch mal Schießscharten macht und so weiter. Da vielleicht hier auch noch so einen kleinen Balkon hin machen. Dass man da hinausgehen kann und mal vielleicht auch mit Bogen und so weiter schießen kann. Macht vielleicht auf Etage 5 noch keinen Sinn, aber... Von hier aus kann man vielleicht gut runter gucken oder schauen. Ja, über das Thema, was ich heute reden wollte, ja, da müssen wir auch noch zukommen. Jetzt nicht so lange über gar nichts reden. Ich sollte mir vielleicht mal eine Spitzhacke holen, das wäre viel effektiver für das ganze Abgebaue. Ja, statt mit Glas mal mit einer Spitzhacke wäre nicht schlecht. Ich glaube, hier bauen wir einfach so eine Terrasse außen draus, außen dran, so ein bisschen Schieß-Sache. Da kann man so von oben herab so ein bisschen was machen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Auf der Ebene ist das sogar schon ganz clever. So, dann müssen wir hier auch noch so eine Tür reinbringen oder irgend sowas ähnliches. Mal schauen, wie wir das machen. Irgendwie kriegen wir das schon hin.
Ich hoffe, mich erwischt jetzt kein Creeper. Ja, das Thema, was ich machen wollte, ihr habt es wie immer wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen. Ganz beeindruckend. Und im Titel. Ja, da gab's schon immer, es gab schon immer und gab auch diesmal für die Europawahl wieder ein paar Wahlumfragen, ein paar Wahlprognosen. Immer gemäß der Frage, immer nach der Frage, wenn Sonntag Wahlen wären, welche Partei würdest du wählen? Ja, ist jetzt ein bisschen lustig an dieser Stelle. Oh nein, eine Hexe. Ja, ich wollte einen Spitzhacke holen. Ja, Hilfe, eine Hexe. Ja, Hexe, Hexe, Hexe. Was macht denn eine Hexe hier im Dorf? Ach du Schande. Schnell weg hier. Rein in den Keller. Ja, jedenfalls habe ich da ein bisschen... Habe ich mir da ein, zwei, genau gesagt, drei Wahlumfragen rausgesucht und werde die mal ein bisschen anschauen mit euch. Die erste Wahlumfrage, ich habe die Links nochmal in die Videobeschreibung gesteckt. Auf jeden Fall. Oh, ich höre die Hexe da draußen. Das ist aber blöd. So Eisenspitzhacke. Das Eisen schnell wieder verstauen. Das wollen wir nicht verlieren. Jo, Spitzhacke. Ist die mir gefolgt? Die weiß, wo ich bin. Hilfe. Ja, okay, fangen wir mit der ersten Wahlprognose an. Ich glaube, es ist klar, was ich vorhabe. Fange ich mal an zu lesen. Ja, die Grafiken werde ich jetzt hier nicht sonderbar einblenden, glaube ich. Mal schauen, ob ich sie einblenden kann nachher im Schnitt. Wenn nicht, dann ja, könnt ihr es euch angucken bei den Links. Und ja, ansonsten, ja, sind halt einfach nur Grafiken. Ich werde es euch erzählen. Hier habe ich eine kleine Wahlprognose von, ja, welche Seite das jetzt ist, ist mir gar nicht so ersichtlich hier. Wird die erste sein, die ich verlinkt habe. Ja, gut, da ist die neueste Wahlumfragen im Wahltrend zur Europawahl. Wahl am 26.05.2019, der Wahltrend vom 14.05.2019 im Vergleich zum 2.05. Ach, im Vergleich zur Umfrage, es gab wohl schon eine Umfrage am 2.05. Und das ist jetzt die Umfrage vom 14.05. Also ziemlich aktuell. Ja, heute, wenn ich aufnehme, ist der 15. Also ja, brandneu. Wenn ihr das seht, ist dann schon ein bisschen später. Ich produziere das ein bisschen vor. Also, ja. Das Lustige ist, wenn ihr das seht, ist dieses Wochenende Europawahl. Das heißt, die Frage, wenn am Sonntag Europawahlen wären, ist berechtigt. Es sind am Sonntag Europawahlen. Ja, einfach mal kurz mal an dieser Stelle einen Aufruf. Am Sonntag sind Europawahlen. Ja, 25.05. Europawahlen. Diesen Sonntag geht wählen. Kleiner Aufruf mal an der Stelle. Oha, jetzt hier nicht runterstürzen. Ich habe viel Zeug mit. Hier sichern unten drunter. Geht natürlich die CDU noch immer ziemlich weit oben. Okay. Dann war die CDU ganz weit vorne mit 30,0% laut dieser Wahlumfrage. Mit einem Verlust von minus 0,5%. Also 0,5% Wähler verloren im Vergleich. Wahrscheinlich im Vergleich zum 2.5. Ich habe jetzt die Umfrage vom 2.5. nicht, aber
auf jeden Fall ein kleiner Verlust und auch ja, trotzdem nur noch 30% Wähler. Ja, das erstmal so unkommentiert. Um das mal unkommentiert im Raum stehen zu lassen. So, wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? Dass wir da nach unten schießen können und nicht runterfallen. Dass wir da vielleicht in diese Richtung. Könnte man vielleicht Glas machen, aber da können wir nicht durchschießen. Hier so unten, dass wir nicht durchfallen, dass wir hier so dran stehen können und piu, 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 dass wir hier nicht, dass wir hier schon springen müssen. Ja, das scheint mir sinnvoll, so eine kleine Schießscharte. Hat einen eigenen Stil. Ja, die Grüne ist dann mit 18,7% und plus 0,4% dazugekommen. Die Grüne scheint in den Prognosen sehr gut dabei zu sein. Also viele neue grüne Wähler. Und dann haben wir die SPD mit 16,6%. Die hat Einstriche gemacht, nämlich ganz große, ganz gewaltige. Da gab es ganze 1,1%. Zumindest in dieser Prognose. Also das sind jetzt noch nicht... Ich glaube, das muss man eigentlich nicht erwähnen, aber ich erwähne es zur Sicherheit nochmal, das sind noch nicht die Endergebnisse, die Europawahl fand noch nicht statt, ist noch nicht erledigt, das sind noch nicht die endgültigen Ergebnisse, sind auf jeden Fall keine Ergebnisse, sind erstmal nur Vermutungen und Umfragen, daher, ja, keine Angst. Das ist, also Prognosen so weit vor der Wahl, naja, so weit ist es jetzt nicht, aber Prognosen vor der Wahl sind jetzt erstmal nur, okay, hier so, okay, die können wir hier noch zubauen und glaube ich, hat man hier so eine Soldatenstandlinie, ja. Ich hoffe, da kommt nichts reingeflogen. Aber gut. Jo. Haben wir das. Die AfD mit 11,5%. Die hat Zuwachs bekommen. 0,9%. Also die soll Zuwachs bekommen. Notwahlprognosen. So. Hier können wir auch noch was in die Mitte des Raumes bauen. Warum nicht? Das ist eine kleine Statue. Oh, ja, das ist der Stein mir alle gegangen. Ich muss gleich ein bisschen Bruchstein nachlegen. Und ein bisschen Bruchstein holen. Weil der ist auch gleich alle. Wenn ich hier noch weiteres bauen soll. Ja, die AfD 11,5%. Laut dieser Wahlprognose. Und dann als nächstes die Linke mit 7,0%. Die hat 0,3% dazu bekommen. Sieht das ein bisschen künstlerisch aus. So. Ja, dann kommt die FDP mit 6,8% der Stimmen. Die hat minus 0,7%. Zunächst, oha, die Wolke hat mich jetzt erschreckt. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Da dachte ich, was kommt hier so durch? Puh, zum Glück noch kein Fallschaden. Ich muss mal besser aufpassen, wo ich hintrete. So, das dann wieder weg. Und dann haben wir die Freien Wähler mit 2,3%. Die Partei mit 1,4% laut dieser Prognose. Piraten bei 0,9%, Tierschutzpartei bei 0,9%. Ja, das zu den Prognosen dieser Umfrage. Habe ich gleich die, nein, das ist noch die, ach, das ist noch dieselbe
Umfrage hier nochmal gezeigt zum im Verlust. Ich gehe glaube ich mal pennen hier. Einmal runter ins Gasthaus, wo die Hexen und so schon gesehen. Der wollen wir nicht bei Nacht begeben. Ja, das ist noch nicht so gut. Ich nehme am besten ein Bett mit in den Turm rein. Ich sag's immer wieder, mach's aber nicht. Ja, ist schlecht. Ah, ich muss mich gerade mal hier drauf konzentrieren, dass die Hexe uns nicht erwischt. Na, schlafen. Ah, Bett zu Bett entfernt. Pff. Ja, wie auch immer, CDU verliert. Also minus 5,3%. Ah, sagst du hier. Hier ist wirklich der Vergleich, das war wohl vorher der Vergleich zu der letzten Umfrage. Hier ist der Vergleich zur letzten Wahl, wahrscheinlich zur Bundestagswahl. Da hat die, also im Vergleich zur Bundestagswahl hat die Partei wirklich zugelegt da unten. 1,4% bei der Bundestagswahl, 0,6%. Könnte das sein? Also bei der letzten Europawahl hat sie, glaube ich, 2% bekommen. Das, so habe ich das zumindest verstanden. CDU minus 5,3% von 35,3% bei der Bundestagswahl oder welche Wahl auch immer hier dargestellt wird. Ich vermute, es ist die Bundestagswahl 2017. Auf 30,0% wird ein paar Wählerstimmen verlieren. 5% Wählerstimmen verlieren. Okay, das halte ich ein bisschen für optimistisch. Oh, jetzt komme ich schon mit meiner Wertung. Aber ja. Alles klar. Aber ziemlich hässlich aus. Ja, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen verschönern. Müssen wir vielleicht ein paar andere Steinstypen reinbringen. Naja, gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Hier haben wir schon die Schussseite, da können wir hier auf herannahende Leute, auf herannahende Feinde schießen von hier oben. Da haben wir doch die Übersicht hier. Ich glaube nicht, dass von hier oben Pfeile schon schießen, schon treffen, aber man könnte es versuchen. TNT werfen könnte man, andere Sachen herunterkippen. Ja, die Frage ist, wohin führt das? Da unten ist ein Stein noch drunter, also ist das nicht sehr effektiv. Ah, da wird man die, ja. Brauchen wir die Stufe für. Autsch. Mal sachte hier runter. Jo. Sachte war das jetzt nicht, aber gut. Ich höre Skelette. Das ist nicht gut. Die greifen mich gleich von hinten an. Ich bleib hier noch stehen. Die Grüne gewinnt sogar was dazu. 18,7%. Die SPD. Nein, die gewinnt nur 8% dazu, die Grüne. Die SPD bekommt minus 10,7%. Die AfD plus 4,4%. Die Linke minus 0,4%. Die FDP plus 3,4%. Die Freie Wähler 0,8%. Ja, die Zahlen, die alle Tierschutzpartei und Piraten, die jetzt mal hier ausgeblendet. Ja. Und so viel hier zu den Prozentzahlen, das sind alles. Ja, vielleicht kriege ich die Sachen wirklich irgendwie angeblendet. Damit es nicht zu langweilig wird, damit ich hier nicht nur mit Zahlen um mich werfe. Ja, ich würde hier noch ein paar Fenster einbauen, damit es nicht so düster ist. Ich kann mal hier noch was Interessantes reinmachen. Hier so ein bisschen was experimentieren. Ja, warum nicht auch mal hier ein bisschen experimentell. Ja. Eine andere Umfrage, die ich hier rausgesucht habe. Ist von, da habe ich es www.europawahl.bw.de. Habe ich es richtig gemacht? Ne, -bw-bw. Jedenfalls hat es dort die CDU natürlich auch. Da hat die CDU sogar noch weniger verloren. Da ist die CDU bei 32,0% in den Umfragewerten. Können wir hier eigentlich was reinbauen oder? Ja, ich glaube eher nicht. Das wäre ja nicht so gut. Aber vielleicht können wir uns da hochbauen und da noch ein bisschen weitermachen.
Mit Bruchstein dann wahrscheinlich. Ja. Hier versuche ich mal. Jo, das wäre doch eine Idee. Und die SPD, um wieder zurückzukommen, die SPD in diesen Umfragewerten 16,0%, die Grüne 19,0%, die Linke auf 6,0%, die AfD auf 12,0%, die FDP auf 6,0% und die sonstigen, da sind die kleinen Parteien als sonstige bezeichnet. Bei 9,0%, da sind nur die ganzen Tierschutzparteien und Freien Wähler und so weiter. Alles bei insgesamt 9%. Ja, wenn alle Kleinstparteien gemeinsam größer sind als die FDP und die Linke. Ja. Dann können wir hier vielleicht noch das Fenster auf diesem Niveau machen. Na, wo ist es denn? Ich glaube, hier so. Jo, das klappt. Da können wir es. So können wir es organisieren. So, so. So auch mal ein bisschen Kunst. Oh, ja, das sollte ein bisschen mittiger. Das habe ich versaut. Ja, das zu den, das erstmal zu den Wahlumfragen der anderen Medien. Ja, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich wollte ja noch eine eigene Umfrage mit einbringen. Ich habe eine Umfrage gestartet und habe da ein bisschen, habe da so, vielleicht waren es auch so ein bisschen meine Zuschauer, habe da meine Zuschauer befragt. Ich sehe gar nicht, wie ich hier baue. Ja, das muss dann zu und das darunter muss dann weg. Okay. Und das werde ich euch auch gleich nochmal verraten, wie es dort abgelaufen ist. Da wurden dann quasi die Jugendlichen befragt. Also die Leute, die es erreicht hat, denen ich das, den ich von der Umfrage, den ich den Link gegeben habe, wo ich es geteilt habe. Ja, diese Umfragen, die ich jetzt hier gerade schon von anderen Seiten erzählt habe und euch verlinkt habe, sagen doch sehr deutlich, die CDU und also die etablierten Parteien insgesamt sollen wohl bei ihrer, oh, jetzt bin ich verwirrt, wie ich hier bauen soll, sollen bei ihrer Größe bleiben. Also werden schon ein bisschen was verlieren, aber sollen wohl doch insgesamt weiterhin einiges an Größe haben. Was ich mich ganz ehrlich frage bei diesen Umfragen, wer wurde dort befragt? Also das wäre nochmal interessant herauszufinden. Wenn da irgendjemand, naja, mir wird es wohl keiner erzählen, aber es wäre eigentlich wichtig zu ermitteln, wenn man so eine Umfrage ernst nehmen will, wer wurde da befragt, deshalb, welche Zielgruppe war da und ja, es können ja nicht alle Menschen in Deutschland befragt worden sein, das ist ja nicht, also es, ich wurde zum Beispiel nicht befragt, deshalb schon mal, ja, wahrscheinlich nur eine stellvertretende Gruppe von Menschen und da ist dann die Frage natürlich, wie repräsentativ diese Umfragen sind, ob sie jetzt mehr oder weniger repräsentativ sind. Ja, das kann ich euch nicht sagen, ich vermute eher, dass sie weniger repräsentativ sind, aber dafür habe ich ja jetzt zwei genommen und euch zwei gezeigt, damit man es nicht von einer einzigen ausgeht.
die habe ich hauptsächlich auf Twitter geteilt und in einem Video, ich glaube beim Wahl-O-Maten, das Wahl-O-Mat-Video habe ich den Link gepackt. Den Link kann ich euch natürlich jetzt auch nochmal in die Videobeschreibung packen, wenn ich dran denke. Könnt ihr weiterhin abstimmen. Ist ganz interessant. 30 Leute haben abgestimmt und die Partei hat mit 10 Stimmen 33,33% steht hier, der Abstimmenden bekommen. Das sind, ich wollte es nur mal anmerken, das sind 10 Leute aus meiner Community oder aus den Leuten, die ich befragt habe, die gesagt haben, wir wollen die Partei wählen. Einfach mal nur so in den Raum gesagt. Das finde ich schon interessant. Achso, ich wollte Stein holen. Mist. Drum haben wir wahrscheinlich nicht mehr so viel drin. Vielleicht ein bisschen, vielleicht reicht's. Ich kann mich dran erinnern, da oben was reingepackt zu haben. Ich schau mal nach. Ja. 4 Stimmen, 4 Votes. Das sind 13,33% für Bündnis 90 Die Grünen. Also 13% für die Grünen. Dann haben wir hier 3 Stimmen und 10% für die AfD. Auch interessant. Hätte ich nicht erwartet, dass Leute, die ich befragt habe, also Leute aus meiner Community, sind ja auch die ich befragt habe, mehr oder weniger. Ich habe das auch auf WhatsApp geteilt. Da sind auch ein paar Leute drin, die jetzt nicht meine Videos gucken, aber also Leute, die ich kenne. Oder Leute von Twitter. Ich habe das auch auf Twitter geteilt. Also insofern, hat da vielleicht auch jemand, der nicht so direkt zu meiner Community gehört, was zugesagt. Aber ja, interessant. Also scheinbar auch junge AfD wieder mit dabei. Was ich mal anmerken muss. SPD auch 2 Stimmen. 6,67%. Ja, das entspricht 2 Stimmen. FDP hat auch 2 Stimmen. Die Linke hat 2 Stimmen. Die Piratenpartei hat 2 Stimmen bekommen. Die Partei der Humanisten, 2 Stimmen, auch interessant. Und dann haben wir hier die Freien Wähler mit 1 Stimme, die MLPD. Ich weiß, wer das war. Ich sag's euch nicht, aber ich weiß, wer das war. Ich kenne die Person, die da... Ich hatte mir schon gesagt, dass MLPD wählen will. Ich respektiere deren Privatsphäre und sag's euch nicht, von wem das kommt. Und ja, Deutsche Mitte haben wir noch 1 Stimme. 1 Stimme entspricht dann 3,33%. Ja, kann man sich dann ausrechnen. Also die Partei eindeutig vorne in dieser Umfrage. Bei den Jugendlichen, also bei den sind die meisten Jugendlichen, und abgestimmt haben. Also ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht ganz verfolgt. Ich krieg dort auch nicht angezeigt, wer genau dort abgestimmt hat, aber jetzt mal aus meiner Community gezogen. Aus meiner Community sind die meisten ja jugendlich. Daher hat hier, kann man so sagen, die Jugend abgestimmt. Und ja. Das mal mit den anderen beiden Abstimmungen verglichen. Also, wollte ich auch noch mal anmerken, ich habe hier nichts verschwiegen. Also, das ist fertig. Das waren alle Stimmen. Wer mitgezählt hat, wird auch auf 30 Stimmen gekommen sein. Wahrscheinlich. Wenn das Programm nicht gesponnen hat und was Falsches als Ergebnis ausspuckt. Ja.
So, hier noch Fenster rein. Die Partei wird, also die Partei wird zumindest laut Umfragen einiges dazu bekommen. Einiges oder weniges. Bei manchen Umfragen sind es mehr, bei manchen weniger. Ich bitte selbst eine Meinung und guckt, wer für euch die geeignete Partei ist, wer zu euch am besten passt. Dann müsst ihr selbst entscheiden. Ja, wird auf jeden Fall eine spannende Wahl. Ich bin sehr gespannt und ja, freue mich schon drauf. Ja, ich freue mich auf die Europawahl. Ich weiß, wo ich mein Kreuz zu setzen habe. Ich hoffe, ihr habt auch schon einen Plan, falls ihr wahlberechtigt seid, wo ihr eure Stimme setzen wollt. Geht auf jeden Fall wählen. Macht was aus eurer Stimme. Also wählen gehen ist das Wichtigste. Was ihr wählt, ist egal. Das dürft ihr euch aussuchen. Jeder das, wie er meint. Und ja, Hauptsache ihr geht wählen, weil wenn ihr nicht wählen geht, dann gebt ihr die Möglichkeit, dann gebt ihr den Parteien die Möglichkeit, die ihr nicht sehen wollt, also die ihr nicht im Parlament sehen wollt. So ist es. Mit jeder Stimme, die nicht Wähler wird, mit jeder Person, mit jedem Nichtwähler, können möglicherweise andere Parteien eine Stimme kriegen. Haben ihre Wähler und die gehen wählen. Die sind überzeugt von ihrer Partei und die, ja, lassen sich da nichts sagen. Die gehen auf jeden Fall wählen. Au, ich hoffe, ihr fandet es genauso schön. Däumchen nach oben sollte das der Fall sein und sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt, nicht den nächsten Part von Minecraft Arno verpassen wollt. Jo, dann war das auch zugemacht. Okay, dann musst ja, ciao, habt einen angenehmen fröstlichen Tag, man sieht sich im nächsten Video wieder. Bis denn.